Dort musste ich dann Ventilschaftdichtung machen. Das hat halt Öl geschluckt, das Auto. Das ist auch so ein klassisches Problem in Dreier. Musste ich dann die Steuerkette machen. Steuerkette und Nockenwelle musste ich auch machen. Was geht ab, Leute? Erstmal ein ganz großes Dankeschön an euch für euer tolles Feedback auf das letzte Video. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann klickt jetzt hier, ich verlinke es euch. Danke für eure Unterstützung, Leute. Macht weiter so. Und vergesst jetzt nicht zu liken, zu abonnieren und aktiviert natürlich die Glocke, weil in Zukunft kommen noch sehr interessante Autos auf euch zu. Heute zeigen wir euch ein sehr interessantes Auto, was für den einen oder anderen ziemlich interessant sein kann. Bleibt dabei, seid gespannt. Let's go. Ja, Leute, wie ihr unschwer erkennen konntet, es handelt sich um einen E90 3er BMW. Der stolze Besitzer steht neben mir. Du kannst dich mal kurz vorstellen. Ich bin Alex, ich bin 22 Jahre alt, ja, und habe das Auto seit ca. 4 Jahren. Ja, Alex, warum hast du dir so ein Auto gekauft? Ich wollte unbedingt einen 3er BMW und dann war halt die Frage 316, 318, welches Baujahr. Was hast du jetzt für einen? 2007 Baujahr. 2007 und ja. Ein 320 ist das, 320 E, ja. Okay. Schalter hast du, gell? Keine Automatik? Schalter. Macht auch mehr Spaß dann quasi. Ja, schon. Okay. Ja, war das dann dein Erstwagen? Nee, es war noch nicht mein Erstauto. Mein Erstauto war Fiat Cinquecento. Das hat mir mein Bruder damals geschenkt. Das hat 100 Euro gekostet und mit dem habe ich so ein bisschen fahren gelernt. Und gab auch hin und wieder mit dem ein paar Kratzer habe ich dort gemacht. Und dann nach 2 Monaten habe ich mir dann den 3er BMW ausgesucht. Mhm. Okay, also hast du dann quasi mal so bis immer wieder Geld gespart, dass du dir dann mal ein gescheites Auto kaufen kannst. Genau. Okay. Da war halt auch dann die Frage, was für ein Auto, gleich ein gescheites Auto oder wieder so ein Anfängerauto, aber da waren wir schon. Wie viel PS hast du jetzt dann in dem Wagen? 150 PS. Okay, aber das reicht doch, oder? So für den Alltag und alles? Ja, für Alltag und so reicht, aber viel Spaß hat man jetzt nicht mit 150 PS. Aber wenn man jetzt sagt, man will auch, dass man dann nicht so viel Geld jetzt für Tank und Versicherung zum Beispiel zahlen will, 150 PS, das ist ja dann ein schönes Auto. Und es reicht dann aus. Klar gibt es schnellere Autos, aber es mit Sicherheit reicht es aus. Für die Preisklasse ist voll okay und Komfort ist auch da. Genau. Hat auf jeden Fall gepasst. Ja, was zahlst du da jetzt Versicherung und weißt du, was für eine SF-Klasse du hast? Also Versicherung zahle ich für das Auto, das ist jetzt nur für den Winter angemeldet. Das läuft über meine Eltern, die sind SF16 und da zahlen wir ca. 350 Euro für diese Saison quasi. Mhm. Aber wo das Auto noch für die ganze Saison angemeldet war, habe ich 600 Euro gezahlt. Mhm. 640 so. Also dadurch, dass halt auf deine Eltern und du bist als Fahrer mit eingetragen. Genau. Das ist halt einfach in jungen Jahren, das ist halt die idealste Lösung, dass man halt günstiger wegkommt. Genau. Also auf mich, würde es nur auf mich laufen, dann wärst du ca. 1200 Euro mehr. Ja, das macht natürlich viel mehr aus, klar. Du hast es jetzt für den Winter angemeldet, hast du dann quasi ein Sommerauto, oder? Ja, ich habe so einen kleinen Mazda, so ein Cabrio, fahre ich im Sommer. Den wollte ich eigentlich damals verkaufen und nur den Mazda fahren, aber es hat sich im Winter Mazda zu fahren, ist also so ein kleinen Cabrio, ist halt auch scheiße. Ja, klar. Deswegen habe ich den so gedacht, okay, den als Winter, Mazda als Cabrio. Dann mit den Steuern, was zahlst du da jährlich oder halbjährlich jetzt quasi? Halbjährlich zahle ich nicht viel, ich glaube es sind so 90 Euro. Mhm. Und für die ganze Saison waren es glaube ich ja auch so 180, knapp an die 200. Mhm. Ja. Aber du hast das Auto jetzt seit 4 Jahren, ja, hast du gesagt. Ja. Wie war das so mit den Kundendiensten, mit Ölwechsel, was hast du da so gemacht? Also als ich das Auto gekauft habe, wurde halt alles gemacht, TÜV war ganz frisch, dann hatte ich auch ca. 1,5 Jahre Ruhe. Dann ging es los, hinteres Differential habe ich mal ausgetauscht, das hat mich ca. 600 bis 700 Euro gekostet. Mhm. Dann ein halbes Jahr später war dann wieder TÜV, 2018, dort musste ich dann Ventilschaftdichtung machen, das hat halt Öl geschluckt, das Auto, das ist auch so ein klassisches Problem beim 3er BMW. Das ist bekannt, oder? Ja, das ist schon bekannt, das hat halt, kommt extrem viel blauer Rauch hinten raus und muss halt ständig Öl nachfüllen, das hat mich dann auch mit TÜV und allem drum und dran 1,6 gekostet. Mhm. Also wärst du dann quasi nicht durch den TÜV gekommen, hättest du das nicht gemacht? Genau, also ich wollte es ohne TÜV machen, aber er hat gesagt, nee, umwelttechnisch, das passt irgendwas nicht. Okay, die Abgaswerte dann quasi. Genau, Abgaswerte haben nicht gepasst. Ja. Dann habe ich das repariert, das hat auch so ca. 1,6, 1,7 gekostet und jetzt vor kurzem, dieses Jahr 2020, musste ich dann die Steuerkette machen. Steuerkette und Nockenwelle musste ich auch machen. Mhm. Das hat mich dann auch so ca. 1,8 gekostet. Also alle 2 Jahre fast halt auch. Ja, wie viele Kilometer hast du jetzt drauf, dass die Steuerkette kam? Jetzt habe ich drauf 132.000. Also quasi nach 132.000? Ja, also zwischen 120.000 und 130.000. Mhm. Und das Auto habe ich gekauft mit 85.000 Kilometern. Mhm. Was hast du damals gezahlt für den?
Für das Auto habe ich 9.400 Euro gezahlt. Mhm. Genau. Achtfach bereift, also ich habe auch noch Sommerfelgen drauf. Und Navi-Paket waren halt auch, keine Ahnung, es war mir einfach wichtig, dass ich das drin habe. Ja, es sieht ja auch viel besser aus. Ich habe ja schon reingeschaut. Also mit dem Navi Professional, also ich kenne jetzt das Modell jetzt zum Beispiel auch ohne Navi. Das sieht ziemlich bescheiden aus, aber so mit Navi sieht das schon echt sehr gut aus. Ja, am Anfang habe ich ja auch viel mit dem Navi, habe ich das Navi auch oft genutzt, quasi auch selber Navigation. Und Musik habe ich darüber gesteuert und Kontakte ausgewählt zum Anrufen. Aber mittlerweile brauche ich es eigentlich gar nicht. Okay. Also es ist auch nicht so wichtig, also es ist auch eher eine, so eine optische Sache, ob es dir selber gefällt. Würdest du sagen, es ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen veraltet, das Navi, und man benutzt nur noch das Smartphone? Ja, genau so ist es. Genau so ist. Also früher habe ich schon noch benutzt das Navi, aber du merkst halt dann selber, du kommst in Neubaugebiete rein und da ist nichts drauf. Ja, wahrscheinlich muss man das dann halt mal updaten und ja, so neue Software drauf. Aber wenn du sowieso Handy mit Google Maps und so, ja, natürlich. Ja, das heißt, du hast jetzt einen richtig gemachten Wagen, wenn du sagst, neue Steuerkette, neue Nockenwellen. Genau. Das ist ja dann hast du ja mal für die nächsten Jahre Ruhe, wenn du sagst, du willst das Ding jetzt weiterhin im Winter fahren. Da hast du ja eigentlich jetzt mal für die Zukunft investiert, sage ich mal. Auf jeden Fall. Würdest du das Auto jetzt einem Fahranfänger zum Beispiel empfehlen, dass man sagt, man wird jetzt 18, oder was kostet denn das Auto jetzt im Moment so auf dem Markt? Mich? Das ist circa zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Zwischen 6 und 7. Ja, ich sage jetzt mal so, wenn jetzt jemand 18 wird, vielleicht von euch Zuschauern, ist gerade oder wird jemand 18 und möchte so ein E90 3er BMW fahren, ich sage es mal so 6.000 bis 7.000, wenn man da mal ein bisschen was gespart hat und die Eltern helfen ein bisschen mit, dann ist das in meinen Augen eigentlich machbar. Und würdest du das Auto jetzt einem Fahranfänger empfehlen? Nicht ganz Fahranfänger, also wenn man frisch seinen Führerschein gemacht hat, dann direkt so ein Auto, würde ich ein bisschen vorsichtig, lieber so erstmal so ein kleines, wie ich gemacht habe, 2-3 Monate. Weil am Anfang viele Sachen fallen einem schwer, einparken und so, da geht mal die Felge, da fährst du mal gegen den Busch oder so, also bleibst schon im Busch hängen. Dann, wenn du halt so ein Auto, dann passt du halt auch wirklich drauf auf und das ist dann nicht mehr wie so ein kleiner Opel oder so, wo es dir scheißegal ist, sondern bei dem bist du dann halt echt vorsichtig. Ja. Und ich meine, mit 18, gut, ich habe es mir halt extrem gewünscht, also ich wollte halt unbedingt das Auto haben und wo ich es dann gekauft habe, war ich halt schon extrem glücklich. Also, ja, also als Fahranfänger würde ich es nicht empfehlen, genau. Ja, du fährst es jetzt im Winter, würdest du es als Winterauto empfehlen? Ja, schon, also... Schon als Winterauto, klar, hat halt Heckantrieb, aber ich meine, Systeme sind drin, Assistenzsysteme und Sitzheizung ist alles drin und ist auf jeden Fall ein gutes Winterauto. Ist ja auch ein Auto der Mittelklasse, genau. Das Auto wird schnell warm, du hast Heizung, du hast wahrscheinlich auch Sitzheizung, oder? Ja, eben. Genau, willst du noch irgendwas verändern, zum Beispiel an dem Fahrzeug, auch wenn du es jetzt im Winter fährst, willst du irgendwie ein neues Fahrwerk reinmachen oder neue Felgen oder so holen zum Beispiel? Nee, eigentlich gar nichts. Ich will an dem Auto gar nichts machen und ich habe auch an dem Auto eigentlich nichts gemacht. Okay. Im Sommer auf die Sommerfelgen sind noch Distanzringe drin, oder wie heißt denn das? Distanzscheiben? Distanzscheiben, genau. Muss man schneiden. Okay. Das hat die Felgen ein bisschen weiter draußen stehen. Genau. Und es wurde auch eingetragen und habe ich auch mal benutzt. Genau, Leute, wie immer, Distanzscheiben, Fahrwerk, andere Felgen, wenn ihr sowas verändert, immer schön eintragen lassen. Aber ich finde, so ein BMW im Serienzustand ist schön genug, sage ich mal. Klar, man kann es tunen, aber dann wäre es ja fast kein Winterauto mehr. Und dann kannst du ja mal vielleicht ein bisschen mehr Wert legen, was du im Sommer fährst, vielleicht für deinen Mazda mal neue Felgen oder so kaufen. Genau. Ja, Alex, dann zeig mir doch mal deinen Innenraum und erklär uns doch mal ein paar Features. Genau, 2007 Baujahr, aber dann ist der Bildschirm ist schon richtig groß, wenn man das so mal mit anderen Autos vergleicht in dem Baujahr. Die Fensterheber sind halt alle elektrisch, du kannst die hinteren kannst du sperren sozusagen. Genau. Du kannst deine Spiegel kannst du elektrisch verstellen, dann hast du da Licht. Das ist im Moment aus. Du kannst es auf Automatik stellen, oder? Ja. Mhm. Also du musst quasi nicht, wenn es Abend wird, die Lichter selber einschalten, sondern die gehen von alleine. Die gehen von alleine. Wie viel Hubraum hat jetzt der 320 eigentlich? Keine Ahnung. In 2 Liter, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Hat man 4 Menüpunkte, Klima, Navi, Kommunikation und Entertainment. Ist es schon soweit, dass du dein Handy mit Bluetooth verbinden kannst? Nee, ist nicht. Also kannst man nicht überhaupt. Okay. Man kann es verbinden, um danach Leute anzurufen. Wahrscheinlich gibt es dafür aber auch schon so Kits oder so, wo man das dann nachrüsten kann. Ja, es gibt da wird es sehr viel geben. Dann hast du hier Klimaautomatik. Ja. Mhm. Und hast Sitzheizung. Sitzheizung, genau, wie gesagt, schön für den Winter. Und nochmal Schalter. Gibt es den Wagen auch als Automatik? Ja, den Wagen gibt es auch als Automatik, ist aber dann ein bisschen teurer. Ja, was ich ganz vergessen habe, dich zu fragen, wir haben ja Versicherung, haben wir abgehakt, Steuern haben wir abgehakt, Kundendienste, Reparaturen, was du alles schon hinter dir hast. Was verbraucht dein Auto? Was musst du so tanken monatlich?
Also ich fahre im Monat so circa 1000 Kilometer und weil auch meine Arbeit ein bisschen städtisch liegt, fahre ich halt durch die Stadt und da verbraucht er circa zwischen 9 und 10 Liter. Ein relativ normaler Verbrauch, sage ich jetzt mal. Das sind circa 100 Euro im Monat. Ja Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, vielleicht hat jemand auch irgendwelche Reparaturen an seinem 320 oder an seinem E90 3er BMW machen müssen. Ja, ihr könnt Alex auf Instagram folgen, ihr könnt natürlich mir auch folgen, die Links sind in der Videobeschreibung drin. Leute, bleibt gesund, freut euch auf die zukünftigen Autos, die noch kommen werden. Wie immer, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und aktiviert natürlich die Glocke, um kein Video zu verpassen. Vielen Dank für eure Unterstützung, für die letzten Kommentare, für die ganzen Likes. Bleibt am Ball, Leute. Bis dann. Ciao.